Ein Sci-Fi-Western mit Bruce Campbell in der Hauptrolle? Ein Akte-X-Konkurrent, der es besser macht? Diese Sendungen mögen damals als Misserfolge gegolten haben, aber sie halten sich heute erstaunlich gut. In den 90er Jahren war Horror für Kinder der letzte Schrei, von Grusel, Grauen, Gänsehaut bis Gänsehaut und darüber hinaus. Angesichts der Beliebtheit des Subgenres ist es ziemlich überraschend, dass Eerie Indiana nur eine Staffel lang lief, vor allem weil es wahrscheinlich die beste Serie dieser Art war, die in dieser Zeit veröffentlicht wurde. Vielleicht lag es daran, dass die Serie auf NBC zur Hauptsendezeit ausgestrahlt wurde und daher hohe Einschaltquoten brauchte, um zu überleben. Wäre es eine Nachmittagssendung gewesen oder auf einem weniger diskriminierenden Sender, hätte es vielleicht die Langlebigkeit gehabt, die es verdient. In Eerie Indiana mit Omri Katz in der Hauptrolle ging es um die titelgebende Stadt und all die bizarren Vorkommnisse, die sich dort ständig ereigneten. Manchmal griff die Serie populäre Mythen auf, wie zum Beispiel, dass Elvis seinen eigenen Tod vortäuscht, um ein Privatleben zu führen, während viele andere Episoden auf völlig neuen und oft äußerst originellen Szenarien basierten. Kritiker verwiesen oft auf Autoren wie Stephen King und David Lynch, wenn sie die Serie lobten. Let's go bag a werewolf! When that's done, I'm taking aim at this Warren Commission thing. Yes! Leider reichen gute Kritiken allein nicht aus, um eine Serie auf Sendung zu halten, und Eerie Indiana kam nur auf 19 Folgen, bevor sie 1993 abgesetzt wurde. Ein weiteres Genre, das in den 90er Jahren seine Zeit hatte, war die Science Fiction. In diesem Jahrzehnt überschnitten sich nicht nur drei verschiedene Star Trek-Serien, sondern auch Serien wie Akte X, Babylon 5, Mission Erde, Sie sind unter uns und Sequest DSV, fanden alle ein Publikum und gaben dem Genre ihre ganz eigene Note. Es gab sogar eine extrem erfolgreiche Sci-Fi-Sitcom, Hinterm Mond gleich links, die für eine Serie mit einer so neuartigen Prämisse überraschend viel Erfolg und Langlebigkeit hatte. Aber es gab auch viele Serien, die es nicht geschafft haben, selbst wenn sie es verdient hätten. Ein verstecktes Juwel, das in der Masse unterging, war Earth 2, eine weitere NBC-Sendung, die trotz guter Kritiken nicht die nötigen Zuschauerzahlen erreichte. Und das, obwohl sie 3 Emmy-Nominierungen erhielt und den Preis für visuelle Effekte gewann. Die Serie spielt im Jahr 21.092 und stellt sich eine Zukunft vor, in der die Erde unbewohnbar geworden ist und die Überreste der Menschheit gezwungen sind, auf Raumstationen zu leben und zu versuchen, einen fernen Planeten zu erreichen, der bewohnbar zu sein scheint. Abgesehen von den veralteten Spezialeffekten ist Earth 2 auch heute noch sehenswert, auch wenn sich die Darstellung einer unbewohnbaren Erde heute noch unangenehmer anfühlt, als sie es 1995 war. Diese Serie ist viel bekannter als die meisten anderen Serien auf dieser Liste und hat viel Anerkennung dafür bekommen, was für eine tolle Serie sie war und immer noch ist. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Voll daneben, voll im Leben nach seinem Debüt im September 1999 nur 18 Episoden lang lief, bevor NBC den Stecker zog. In der Zwischenzeit waren die Kritiker fast einhellig begeistert von der Serie und 2 verschiedene Episoden wurden bei den Emmys für das herausragende Drehbuch einer Comedy-Serie nominiert. You wanna make out or something? All guys wanna make out. Der Emmy, den Voll daneben, voll im Leben gewonnen hat, Outstanding Casting for a Comedy Series, sollte nicht überraschen, wenn man bedenkt, dass das Ensemble aus mehreren angehenden A-Promis besteht. Es gibt viele Coming-of-Age-Serien, die auf eine frühere Generation zurückblicken, aber Voll daneben, voll im Leben sticht sowohl durch seine ehrliche Darstellung der weniger beliebten Leute als durch seine Hommage an die damalige Zeit hervor, ohne in eine Parodie abzugleiten. Oh, und seine Schöpfer und ausführenden Produzenten? Das waren Paul Feig und Jude Apatow, die kurze Zeit später zu den größten Komikern in Hollywood gehören sollten. Viele Zeichentrickfilme kommen und gehen. Tatsächlich ist es eher selten, dass ein Zeichentrickfilm für Kinder mehr als 1 oder 2 Staffeln hat, vor allem in den 90er Jahren. Denn das war meist alles, was nötig war, um ihn für die nächsten 5 oder mehr Jahre zu wiederholen. Aber es gab auch einige wenige Serien, die abgesetzt wurden und trotzdem lange genug liefen, dass sie immer noch mit der gleichen Ehrfurcht angesehen werden wie die Animaniacs und Teenage Mutant Ninja Turtles. Eine dieser Sendungen ist Piraten unter dem Doppelmond. Die Hanna-Barbera-Produktion Pirates, die auf dem inzwischen eingestellten Programmblock Fox Kids lief, traf den seltenen Punkt zwischen älteren Kindern und jüngeren Teenagern genau ins Schwarze. Die Serie war eine Mischung aus Piratenabenteuer der alten Schule mit einem Hauch von Science-Fiction und Fantasy. Sie begann mit einer epischen 5-teiligen Miniserie, die eine viel größere Geschichte erzählte, als die meisten Zeichentrickfilme zu dieser Zeit überhaupt versuchten.
Nur die fünfteilige Phönix-Sage von X-Men kam in Bezug auf Ehrgeiz und Umfang an sie heran. Aber wie so viele Zeichentrickfilme für Kinder, die tiefere, komplexere Geschichten mit einem ausgefeilten Weltenbau erzählen wollten, ganz abgesehen davon, dass die Animationen ein höheres Niveau hatten als das, was man damals im Fernsehen sah, war Piraten unter dem Doppelmond nicht lang genug für diese Welt und erlebte nur eine einzige volle Staffel und eine extrem verkürzte zweite Staffel, bevor die Serie eingestellt wurde. Failure has only one reward. The Pit! Kultfilmliebling Bruce Campbell ist seit langem auf dem kleinen Bildschirm genauso produktiv wie in Filmen, vor allem als Stammgast in allen 7 Staffeln der Spionage-Action-Serie Burn Notice 2007 bis 2013. Aber die Fernsehrolle, die viel mehr dem entspricht, was die Leute von Campbell erwarten, kam fast 15 Jahre früher, als er die Hauptrolle in der Western-Sci-Fi-Comedy Die Abenteuer des Briscoe County Jr. In der Serie spielte Campbell Briscoe County, einen klugscheißenden Kopfgeldjäger, der in seinem Job nicht besonders gut zu sein scheint, sich aber irgendwie immer aus Schwierigkeiten herauswinden kann. Die Serie, die von dem Autorenteam von Indiana Jones und Der letzte Kreuzzug entwickelt wurde, hat definitiv Elemente der Filmreihe, denn sie ist clever geschrieben und bietet durchgehend überzeugende Action. Where's Briscoe, Comet? Find Briscoe. That's what I thought you'd say. Was lief also schief? Nun, es war vielleicht ein bisschen zu subversiv für die damalige Zeit und Campbell war noch nicht so bekannt, wie er es später werden sollte. Seine treue, aber immer noch relativ kleine Fangemeinde war noch nicht groß genug, um eine teure Action-Abenteuerserie im Fernsehen zu finanzieren. Niemand kann leugnen, welchen Einfluss Akte X auf das Science-Fiction-Genre und das Fernsehen insgesamt hatte. Yeah, that's a bleepin' dead alien body if I ever bleepin' saw one. Die X-Akten waren während ihrer gesamten Laufzeit ein großer Erfolg und andere Sender, wie auch Fox selbst, versuchten den Erfolg der Serie zu wiederholen. NBC versuchte es mit Dark Skies, das von einigen Kritikern als bloßer Klon von Akte X abgetan wurde, weil sich die beiden Serien so ähnlich waren. Auf der anderen Seite gibt es einige, die vor allem im Nachhinein die Meinung vertreten, dass Dark Skies die bessere der beiden Serien ist. Letztendlich hatte Dark Skies nicht die Einschaltquoten, die ihr mehr als 20 Episoden gegönnt hätten, sodass sie das gleiche Schicksal erlitt wie die meisten von Akte X inspirierten Serien. Aber sie war wohl die beste, denn sie spielt in den 1960er Jahren in einer alternativen Geschichte, in der Außerirdische seit den 40er Jahren auf der Erde sind und die Regierung ihre Existenz vor der Öffentlichkeit geheim hält. Sie scheute auch nicht davor zurück, reale Personen darzustellen, darunter Politiker, Schauspieler, Musiker und viele mehr. Viele Leute haben diese Serie wahrscheinlich schon allein aufgrund des Titels abgelehnt, denn 1997 hatten viele Leute die Marketing-Taktik der 90er Jahre satt, alles extrem zu nennen. Außerdem war die Marke Ghostbusters zu diesem Zeitpunkt schon etwas angeschlagen, da der letzte Film und die vorherige Zeichentrickserie schon einige Jahre zurücklagen. Im Grunde schien vieles gegen extreme Ghostbusters zu sprechen, aber die Serie selbst war großartig, scheinbar eine Kinderserie, aber mit genug Tiefgang und Cleverness in den Texten und Geschichten, um auch Erwachsene anzusprechen. Es war die perfekte Sendung für ältere Fans der Serie, die sie mit ihren Kindern anschauen konnten, um ihnen die Serie näher zu bringen. Extreme Ghostbusters hat es außerdem geschafft, eine neue Generation von Charakteren einzuführen, ohne die alten zu vernachlässigen, und sie alle nebeneinander existieren zu lassen und gleich wichtig für die Handlung zu machen. Waiting on your signal, Garrett. And three. Three. Die Serie bekam zwar lobenswerte 40 Episoden, aber sie wurde nie in einer zweiten Staffel fortgesetzt. Sketch-Comedy zur besten Sendezeit im regulären Fernsehen ist etwas, das selten funktioniert. Aber das hat viele davon abgehalten, es im Laufe der Jahre zu versuchen, darunter auch eine Gruppe junger Nachwuchskünstler, die sich Anfang der 90er Jahre zusammentaten, um die The Ben Stiller Show zu schreiben und zu spielen. That's all right. You can get on, you little lizard king. At Oliver Stoneland, we question authority. Nach ihrem Start auf MTV ist die Version der The Ben Stiller Show, die den meisten Menschen bekannt ist, diejenige, die auf Fox nur 12 Folgen lang lief und eine ungesendete Folge hinterließ, die Comedy Central später in sein Wiederholungspaket der Show aufnahm. Wie bei den meisten Sketch-Comedies waren die Szenen manchmal ein bisschen zu viel des Guten, aber das Talent und die Chemie der Darsteller waren unbestreitbar. Auch das Drehbuch war eine Emmy-Auszeichnung wert, obwohl die Sendung bereits abgesetzt worden war, als die Crew ihre Trophäe entgegennahm. Es lohnt sich immer noch, auf diese angehenden Stars zurückzublicken, für die es das erste Mal war, dass sie eine echte Karriere auf dem Bildschirm machten.
Normalerweise zeigen die Sender am Samstagabend zur besten Sendezeit Sendungen, von denen die Verantwortlichen nicht überzeugt sind. Die seltenen Sendungen, die am späten Samstagabend gut laufen, richten sich meist an ältere Zuschauerinnen. Als ABC 1998 die Serie Armor auf dem 22 Uhr Samstagabend startete, war klar, dass der Sender nicht ganz an die Serie glaubte. Die Serie handelt von einem Mann namens Trevor Hale, der davon überzeugt ist, dass er der mythologische Gott Amor ist, aber in eine Anstalt eingewiesen wird. Dort lernt er Claire kennen, eine Psychologin, die Trevor nicht ganz glaubt, aber beschließt, die Würfel zu rollen und ihn freizulassen, damit er seine Mission, 100 Paare zusammenzubringen, erfüllen kann. Dann, so behauptet er, wird Zeus ihm seine Kräfte zurückgeben und ihn auf den Olymp zurückkehren lassen. Wir haben nie erfahren, ob Trevor die Wahrheit gesagt hat, denn Armor wurde nach nur 15 Episoden abgesetzt. Interessanterweise wurde Armor 2009 mit einer ähnlichen Prämisse, aber einer neuen Besetzung wiederbelebt. Und diese Serie bekam nur die Hälfte der Episoden ihres Vorgängers. MTVs Liquid Television war eine Serie, die in der ersten Hälfte der 1990er Jahre sporadisch lief und in der verschiedene Clips von Animationsprojekten gezeigt wurden. Einige davon waren einmalig, andere wurden zu wiederkehrenden Beiträgen in der Sendung. Und obwohl die meisten davon leider mit der Sendung starben, wurden einige von ihnen zu eigenständigen Serien, vor allem Beavis und Butthead und Aeon Flux. Im selben Jahr, in dem Liquid Television eingestellt wurde, startete MTV eine Serie namens Oddities, die das Format Liquid Television erweiterte, indem sie jedem Animationsprojekt eine ganze Miniserie mit abendfüllenden Episoden widmete. Die erste war das bizarre und letztlich vergessenswerte The Head, aber darauf folgte das hervorragende und sicherlich seiner Zeit vorausgehende The Max. Basierend auf der gleichnamigen Comicserie war die Hauptfigur ein obdachloser Mann, der in der echten Welt von einer Sozialarbeiterin namens Judy betreut wurde und in einer alternativen Realität lebte, in der er ein mächtiger Krieger war, der die Dschungelkönigin beschützen sollte, die in dieser Realität die Version von Judy war. Er war sich der beiden Realitäten bewusst, während sie es nicht war. He just may be out of his mind. Sie war eine der wenigen düsteren Comic-Verfilmungen, die es zu dieser Zeit gab, und ging der HBO-Serie Spawn um einige Jahre voraus. Obwohl die Serie eigentlich nur für einen begrenzten Zeitraum gedacht war, hätte sie, wenn sie beliebter gewesen wäre, vielleicht ein paar volle Staffeln verdient. The Dana Carvey Show schien das Potenzial zu haben, den Fluch der Sketch-Comedy-Show zur Hauptsendezeit zu brechen. In erster Linie wurde sie von, du hast es erraten, Dana Carvey moderiert, der nur ein paar Jahre nach seiner preisgekrönten Serie als einer der beliebtesten Darsteller in der Geschichte von Saturday Night Live auftrat. Das sollte der Sendung einen Vorteil gegenüber der The Ben Stiller Show verschaffen, die von einem Schauspieler moderiert wurde, den die meisten Amerikaner noch nicht kannten. Doch trotz des großen Talents von Carvey und einer Besetzung, zu der auch Steve Carell und Stephen Colbert gehörten, wurde die Dana Carvey Show, wie so viele andere Sketch-Comedies zur Hauptsendezeit, ein Reinfall. Anstatt auf Nummer sicher zu gehen und eine Erweiterung seiner SNL-Arbeit zu sein, obwohl es auch das gab, war der Humor der Show oft abstrakt, schräg und oft ein bisschen zu eklig für das Primetime-Publikum. Diese Art von Humor hat sich im Kabelfernsehen oft bewährt, aber für die Sitcoms der 90er Jahre war sie viel zu ausgefallen und wurde nur 8-mal ausgestrahlt. The days are rushing by, children. It'll be over before you know it. Nachdem die Simpsons nicht nur ein Fernsehhit, sondern ein ganzes Popkulturungetüm geworden waren, kam in den 90er Jahren eine neue Welle von Zeichentrickserien zur Hauptsendezeit in Gang. Doch neben South Park und King of the Hill gab es Dutzende von Sendungen, die so schnell wieder verschwanden, dass sie kaum jemand bemerkte oder sich an sie erinnerte. Um ehrlich zu sein, waren die meisten von ihnen kein großer Verlust, aber es gab einige, die mehr Erfolg verdient hätten. Die exzellente Mission Hill hatte nur eine einzige Staffel und 13 Episoden, um ihr Publikum zu finden. Sie machte sich nicht die Mühe, Kindercharaktere zu haben oder von Familien zu handeln, sondern konzentrierte sich auf das Leben von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie war auch das unglückliche Opfer des inzwischen eingestellten Senders The WB, der nicht einmal seinen 12. Geburtstag erreichte. Wie viele andere Zeichentrickserien, die viel zu früh aus dem Programm genommen wurden, wurde die Serie 2002 auf Adult Swim wiederholt, aber das reichte nicht aus, um die Serie wiederzubeleben. Die ursprünglichen 13 Episoden sind alles, was wir je genießen werden. Einer der größten Pioniere des Sketch-Comedy-Genres war The Carol Burnett Show, die von 1967 bis 1978 lief und dazu beitrug, viele Elemente des Genres zu etablieren, die bis heute befolgt werden, insbesondere die Shows, die vor Publikum gedreht werden. Und Burnett selbst sollte 12 Jahre später mit Carol & Company noch einmal Vorreiterin sein.
Was Carol & Company von den meisten Sketchshows bis zu diesem Zeitpunkt unterschied, war, dass jede Folge ein einziger längerer Sketch war und nicht mehrere kurze Sketche innerhalb einer Episode. Moderne Sendungen haben dieses Format zwar auch verwendet, aber diese war einer der Vorreiter. Mit 2 Staffeln und 33 Episoden war Carol & Company zwar länger als die meisten Serien auf dieser Liste, aber immer noch nicht so lang, wie sie es verdient hätte. Der Autor Elmore Leonard hatte im Laufe seines Lebens viele Verfilmungen seiner Werke gesehen, darunter beliebte Filme wie Todeszug nach Yuma, Out of Sight, Jackie Brown und Schnappt Shorty, um nur einige zu nennen. Aber eine Adaption, die der Zeit zum Opfer gefallen ist, ist Maximum Bob von 1998. Der besagte Bob ist Richter Bob Gibbs, der sich seinen Spitznamen dadurch verdient hat, dass er in den Fällen, in denen er den Vorsitz führt, immer die Höchststrafe für die Angeklagten anstrebt, unabhängig vom Verbrechen. Pending your appeal until such time as a date can be set for your execution. For drinking a beer? Aber das war keine gewöhnliche Gerichtsshow. Maximum Bob wurde damals von Kritikern mit schrägeren Serien wie Twin Peaks und ausgerechnet Alaska verglichen. Denn neben Bob gab es auch seine Frau, eine ehemalige Meerjungfrauendarstellerin, die zur Hellseherin wurde. Die Reihe der verrückten Charaktere, die Bob umgeben und seine kleinkarierten konservativen Ansichten in Frage stellen, geht weiter. Wir müssen wahrscheinlich nicht erklären, warum diese herrlich skurrile Serie nicht die Zuschauer fand, die sie brauchte, um mehr als 7 Folgen zu bestehen. Jay Mohr spielte die Hauptrolle des erfolglosen Hollywood-Produzenten Peter Dragon in der superversiven Satire Action. Action war ein schonungsloser Blick auf das Filmgeschäft und die Unbeständigkeit des Ruhms. Die Serie war eine Fernsehserie mit Ambitionen für das Kabelfernsehen und sprengte die Grenzen dessen, was normalerweise auf einem der großen Sender zu sehen und zu hören war. Sie ging in die Geschichte ein als die erste Fox-Serie, die als TVMA eingestuft wurde, was zu dieser Zeit für Nicht-Kabelserien ungewöhnlich war. Do you think any major network would put this on without censoring, pixelating and bleeping the hell out of it? You bet your f***ing ass they would. Die Kritiker äußerten sich im Allgemeinen positiv über die Serie und selbst viele der negativen Kritiken lobten die Genauigkeit, mit der Action seine Ziele verspottete, fanden sie aber letztendlich zu gemein, um Spaß zu machen. Fox stellte Action ab, nachdem nur 8 der 13 gedrehten Episoden ausgestrahlt worden waren. Die nicht ausgestrahlten Episoden, zusammen mit den ursprünglichen 8, liefen später auf Kabelsendern wie FX, Comedy Central und IFC, die für die Serie von vornherein ein besseres Zuhause gewesen wären. Heutzutage kannst du froh sein, wenn du die Serie überhaupt noch findest. Mit dem generischen Titel ist es sogar schwierig, danach zu suchen. Eine weitere großartige Serie, die den 90er Jahren zum Opfer fiel, war die Sci-Fi-Serie Nowhere Man von 1995 bis 1996. Die auf UPN ausgestrahlte Serie Nowhere Man hatte nie wirklich eine Chance. Die Serie handelte von einem Fotografen namens Thomas Feil, der eines Tages aufwacht und feststellt, dass keiner seiner Freunde oder seiner Familie zu wissen scheint, wer er ist, einschließlich seiner eigenen Frau, die nun einen anderen Mann hat. Who are you? What do you want? It's not funny. Thomas macht sich auf den Weg, um herauszufinden, warum seine Existenz praktisch ausgelöscht wurde und vermutet, dass es etwas mit einem Foto zu tun hat, das er gemacht hat. Die Einschaltquoten waren anfangs gut, aber sie fielen im Laufe der ersten Staffel stark ab. Das und kreative Probleme hinter den Kulissen führten dazu, dass die Serie nach nur 25 Episoden eingestellt wurde. Solange du damit einverstanden bist, eine Serie zu sehen, die keine Auflösung hat und auch nie haben wird, ist Nowhere Man eine der am meisten übersehenen Serien dieser Art aus dieser Zeit. In Männer ohne Nerven, der im Herbst 1999 ausgestrahlt wurde, ist Tony Shalhoub ein schrulliger Horrorromanautor und Neil Patrick Harris sein zu Phobien neigender Herausgeber. Die beiden sind gezwungen, einen Weg zu finden, damit ihre Partnerschaft funktioniert, was zugegebenermaßen nur eine weitere Variation des altbekannten Odd-Couple-Themas ist. Aber es funktioniert, nicht zuletzt wegen des Talents der beiden Schauspieler und ihrer großartigen Chemie miteinander. Aber es war die Zeit, als Friends in vollem Gange war und Seinfeld gerade mit einem historischen Serienfinale endete. Die Messlatte für die Einschaltquoten, die von einer Sitcom zur Hauptsendezeit erwartet wurden, lag extrem hoch. Außerdem stellte NBC die Serie in direkte Konkurrenz zur ersten Staffel von ABCs Wer wird Millionär, die sich zu dieser Zeit zu einem echten Phänomen entwickelte und so ziemlich alles in den Schatten stellte, was es mit ihr aufnehmen wollte. Is that your final answer? Unnötig zu sagen, dass Männer ohne Nerven nach einer Staffel abgesetzt wurde. Eine weitere zu schräge Sendung für die Hauptsendezeit war Get a Life von Fox, eine surreale Komödie mit Chris Elliott als Hauptdarsteller und Co-Kreator. Elliot spielte das männliche Kind Chris Patterson, das mit 30 Jahren immer noch zu Hause wohnt, immer noch die gleiche Zeitung austrägt wie in seiner Kindheit und immer noch keinen Führerschein hat.
Das klingt nach einer Stand-up-Sitcom, aber Get a Life war alles andere als das. In den Episoden ging es um alles Mögliche, vom Auffinden eines kotzenden Außerirdischen, den Chris später in der Folge grillt und isst, bis hin zu Chris' unerklärlicher Entdeckung, dass er ein paar Sekunden in die Zukunft sehen kann. Oh, und Chris wird in 12 der 35 Folgen der Serie getötet. That tastes weird. Uh-oh, wrong bottle. Die Einschaltquoten der Serie waren nie großartig, aber Get a Life bekam tatsächlich eine zweite Staffel. Im Nachhinein ist es leicht zu erkennen, wie sehr die Serie ihrer Zeit voraus war und wie einflussreich sie für die aufblühende Alt-Comedy-Bewegung im Fernsehen sein sollte. In den 1990er Jahren gab es für Comicfans eine wahre Fundgrube an Zeichentrickfilmen. Neben den großen Serien wie Batman, Spider-Man und X-Men gab es zu jeder Zeit eine Handvoll animierter Comic-Verfilmungen, die es wert waren, gesehen zu werden. Es waren sogar so viele, dass es einfach nicht genug Zuschauer gab, um sie alle über Wasser zu halten. Und ein paar großartige Filme sind durch die Maschen gerutscht. Die Serie Silver Surfer, die 1998 nur 3 Monate und 13 Episoden lief, war nicht nur der beste der weniger bekannten Comic-Comics, sondern auch einer der besten dieser Ära. Die Serie, die Jack Kirbys Zeichenstil mit einer Kombination aus Hand- und Computeranimation nachahmte, zeichnete sich bereits durch einen Look aus, der gleichzeitig retro und futuristisch war. Obwohl die Fantastischen Vier trotz ihrer Verbindung zu der Figur in den Comics enttäuschend abwesend waren, brachte die Serie klassische Charaktere wie Galactus, Ego in the Living Planet und den Watcher ins Spiel. Sie war auch ein bisschen schwerer als die meisten ihrer Kollegen und bereit, komplexe politische und soziale Themen anzusprechen, was in den meisten Comics der Fall war, aber bei der Umwandlung in kinderfreundliche Zeichentrickfilme ging viel davon verloren. Enttäuschend ist, dass es nicht die niedrigen Einschaltquoten waren, die zum Ende von Silver Surfer führten, sondern ein Rechtsstreit. Better to perish for what I believe in, than endure forever as a traitor to life. Wie voll daneben, voll im Leben steht auch Willkommen im Leben auf so vielen Listen von Sendungen, die zu früh abgesetzt wurden und wurde seit seiner Erstausstrahlung so oft an so vielen verschiedenen Orten erneut ausgestrahlt, dass es fast sinnlos erscheint, es hier zu erwähnen. Aber diese Liste soll nicht nur Sendungen hervorheben, die die Leute vielleicht vergessen haben oder von deren Existenz sie nichts wussten. Das Wichtigste ist, dass diese Sendungen immer noch sehenswert sind und Willkommen im Leben ist auf jeden Fall noch sehenswert. Obwohl die Darstellung des Teenagerlebens Mitte der 90er Jahre sehr zeitgemäß wirkt, vor allem was die Musik, die Kleidung und die allgemeine Stimmung angeht, hat die in der Serie dargestellte Angst immer noch eine zeitlose Qualität. Jede Generation aktueller oder ehemaliger Teenager kann sich in einem der Charaktere der Serie wiederfinden. Das ist einer der Gründe, warum Willkommen im Leben seit fast 30 Jahren seit der Einstellung der Serie nach nur 19 Episoden ein so dauerhaftes Vermächtnis hat.